Ich heiße Damon. Und das ist meine Tochter Velvet. Ihr größtes Problem der Zeit ist die abstrakte Kunst der Schlafrichtung. Doch bald wird sie mit schnell voranschreitender Umweltzerstörung konfrontiert sein. Die Eisdecke schmilzt schneller, als die Wissenschaftler vorhergesagt haben. Wir könnten noch eine andere Geschichte erzählen. Eine, die Lösung für einige dieser Probleme aufzeigt. Wie könnte also die Welt im Jahr 2040 für unsere Tochter aussehen? Wenn wir nur die grandiosen Strategien nutzen, die es heute schon gibt. Statt einer Politik, die nur auf Katastrophen reagiert, brauchen wir Regierungen und Unternehmen, die neue Wege gehen. Etwa in der Landwirtschaft, Energie und beim Wohnraum. Oder die Rechte der Frauen zu stärken. Ich wünsche mir, dass das Abholzen der Wälder aufhört. Das wäre cool. Wirklich spitze. Die Erde mehr respektieren. Wie wär's, Velvet, wenn wir nachhaltige Landwirtschaft wie Fraser betreiben würden? CO2 einbringen und den Boden gesünder machen. Ganz genau, ja. Auf effiziente, lokale Energie setzen. Bangladesch hat 5 Millionen Häuser mit Solaranlagen, die ihren Strom selbst erzeugen. Das bringt Menschen zusammen. Aber ich sitze hier in einem Flugzeug, das CO2 ausspuckt. Man wird gezwungenermaßen zum Heuchler, denn unser gesamtes System basiert auf fossiler Energie. Was habt ihr euch nur gedacht? Manchmal wohl nicht viel. Innovation, Fantasie und Kreativität. Haben wir das nicht alle in uns? Die Menschen würden gern an etwas mitwirken, das der Welt hilft, sich zu regenerieren. Sie werden überall sehr gute Gründe finden, um Hoffnung zu haben. Man könnte nur mit Eiweiß aus mariner Permakultur 10 Milliarden Menschen ernähren. Wow. Nicht nur, dass es jetzt schon viele Leute gibt, die eine neue Geschichte mitgestalten wollen. Wir haben auch heute schon alles, was wir brauchen, um sie wahr werden zu lassen. Wie soll dein 2040 aussehen? Meine Zukunft soll einfach gut sein.